Guten Tag, Freunde, und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Minecraft Jump League auf meinem Kanal. Und ich werde hier ein paar Sachen korrigieren, die ich in der Folge davor über die 1.9 falsch gesagt habe. So, wie ihr jetzt gesehen habt, aufgrund eines Zuschauers, der hat sich ein Intro gewünscht, und jetzt habe ich einfach mal ein Intro vorgepackt. Welches genau es sein wird, weiß ich noch nicht. Ich habe ja haufenweise Intros, aber ich setze sie einfach nie ein, weil ich sie selber gemacht habe und ich sie nicht so gut finde. Ich würde mich natürlich freuen, wenn irgendwann mal ein Zuschauer oder wenn ich irgendwann mal ein Intro von irgendjemand gemacht bekommen würde. Hat mir schon mal jemand angeboten, hat er aber dann irgendwie doch nicht gemacht. Ich weiß nicht warum. Er hat einfach mal so geschrieben, ja, willst du gerne ein Intro haben? Und da habe ich gesagt, natürlich, ja, gerne. Und daraus ist noch nichts geworden. Bis jetzt, vielleicht schreibt er ja irgendwann zurück. Aber egal, jedenfalls, was ja bei der 1.9, warum dieser Cooldown überhaupt eingeführt wurde, war ein ganz einfacher Grund. Das war, weil sie den Ping-Vorteil rausmachen. Die wollten den Ping-Vorteil rausmachen. Und das Problem ist, der Ping-Vorteil, der wird immer bleiben. Den kannst du nicht mit nichts kannst du den rausmachen. Höchstens mit dem, wenn beide geschlagen hätten, dann bekommen sie erst einen Schlag. So könnte man es machen, aber das wäre dann halt unfair. Das Problem ist, sagen wir jetzt mal, das hat einen Cooldown, okay? Dann kann der hitten, aber dann können die beide gleichzeitig schlagen. Aber der, der den besseren Ping hat, der wird den ersten Hit erlangen und auch den letzten Hit. Selbst wenn die beide gleich gut spielen, der eine wird den ersten Hit haben und ihn vielleicht damit sogar eine 1-9-Kombo bekommen. Was ich jetzt nicht denke, dass es gibt. Und deswegen ist dieser Cooldown eigentlich ziemlich fehl am Platz. Also zunächst zu gebrauchen. Und ja, also ihr wisst, was ich damit meine. Und dann kam die zweite Sache, viele meinen, diese Schilder sind OP. A, die Schilder müssen ja gar nicht reinkommen und in Minecraft PvP, also bei vielen Modis, glaube ich, dass die das Schild nicht reinmachen werden. Weil es bei Varo zum Beispiel sein wird, weiß ich jetzt dezent nicht. Ich denke mal eher zum Beispiel in Varo, das wird ja in der 1.9 sein. Das habe ich von einigen erfahren, die da mitmachen werden. Und da glaube ich jetzt mal, dass sie die Schilder rausmachen werden, weil das ein Kampf könnte unendlich lange dauern mit den Schildern, weil diese Schilder halt echt extrem hohe Schadensabwehr haben. Also du schlägst einmal und dann wird der Schaden abgewehrt. Das ist halt schon ein, und dann kriegst du halt nur irgendwie ein halbes Herz Schaden oder gar keins, ich weiß nicht. Ich habe mich damit nicht auseinandergesetzt. Und ich würde sagen, es ist halt schon eine krasse Sache mit diesen Schildern. Die sind schon leicht OP. Aber halt muss ist die Frage, wie kommt es rein? Auf Lebensservern könnte es natürlich klar, wenn du mal jemanden von hinten angreifen willst, könnte es schon ziemlich abfuckend sein, weil dann blockt er die ganze Zeit mit dem Schild. Vielleicht wirft er sich noch mit der Enderperle weg, blockt dann in dem Moment, bekommt nur einen halben. Nee, wobei, ich weiß nicht, ob das so ist, dass man dann auch, wenn man blockt, schon bei sowas wie einem Enderperlenwurf ein halbes Herz Schaden bekommt. Oder sowas, weil wie halt beim Berserker-Kit, da bekommst du ja auch nur ein halbes Herz Schaden, wenn du zum Beispiel, sagen wir mal, wie heißt es, wenn du dich mit dem Berserker mit Resistenz wirfst. Ich weiß ja nicht, wie es mit den Schildern sein wird, und oh Gott, jetzt kommt mein Hassbad. Jedenfalls, die Schilder sind schon krass OP. Die Äxte auch, aber da sagen viele, ey, die haben einen Cooldown des Todes. Aber ich weiß ja nicht, wie ist das? Wird der Cooldown, dann würde ich nämlich einfach hier, sagen wir mal, ich habe keine Axt mehr, dann würde ich hier so, oder doch, würde hier so eine Axt schlagen und dann würde ich mit dem Schwert weiter und immer so switchen, oder ich würde mehrere Äxte ins Inventar nehmen und dann so herum switchen. So könnte man ja theoretisch auch gewinnen. Und boah, ist der Sprung asozial. Ja, das ist Modul 8. Lol. Ach, du Scheiße. Der hat ja schon gefinished. Nein, da war eine Eisenhose drin. Das gibt's doch nicht. Guckt ihn euch an. Alter, was ist das für eine Runde? Jedenfalls, ich weiß ja nicht, die 1.9 wird schon ein bisschen krass sein. Glaube ich. Und ich weiß nicht, warum meine Angel so spät auswirft. Ist mein Ping so schlecht? Ich weiß nur, dass ich mir einen Goldapfel machen kann. Und den würde ich mir schnell machen, schleunigst. Ein Hit? Och, nee.
Jetzt kommt der Typ. Und der steht sich den Kill. Ist mir egal. Ich renn weg. Boah, die Eisenhose, die hätte ich gerne natürlich gehabt. Die hätte ich gerne gehabt. So. So, da kommt der nächste Gegner. Was? Wollt ihr mich verarschen? Was ist denn jetzt los? Hä? Ach ja, komm. Komm doch, abstauben. Ah, wollt ihr mich verarschen eigentlich? Und jetzt renne ich weg. Weil ich habe eine Regen. Drinnen und was mit meinem Goldapfel passiert? Warum ist der einfach verschwunden? Ach Gott, da kommt wieder dieser Makolo an. Grant. Oh. Der ist gut. Ah, oh, verpiss dich doch einfach. Das gibt's doch nicht. Lol, als ob ich den jetzt da hinten getroffen habe. Ah, verpiss dich doch. Ja, ist doch ein Witz. Oh mein Gott. Zack, zack, rein. Und zack. Na toll, jetzt sind wir in derselben Ausgangsposition. Der hat eine Regen, der ist Full Iron, der hat bessere Rüstung als ich. Und der verfolgt mich. Und mein Goldapfel ist irgendwie weg. Hä, was ist mit dem passiert? Ah, ja, komm, verpiss dich doch. Mann, ich bin low, du Spasti. Es ist doch ein Witz, Alter. Es ist so ein Witz ohne... Das ist doch einfach nur Dreck. Einfach ein Dreck. Was soll man dagegen machen? Was soll man dagegen machen? Ich weiß es nicht. Aber jedenfalls, ja, ich bin, glaube ich, komplett vom Thema abgekommen. Die 1.9 ist echt eine kritische Sache für PvP. Der Cooldown ist eigentlich ein Scheiß. Oh, verpiss dich doch einfach mit deiner Angel, du Dreckskiddy. Ach, Mann. Es ist zwar ein GG, aber es ist so witzlos. Ach, Mann. Es ist diese Jump League-Sache, diese Jump League-Logik, Mann. Aber ich würde sagen, ach. Wenn euch die Folge gefallen hat, lasst eine positive Bewertung da. Ich bin zwar jetzt ein bisschen aufgeregt, aber ich glaube, ihr habt das Thema verstanden, was ich mit der 1.9 gemeint habe, aber... Ich persönlich sage, PvP kann echt schwer werden. Die Schilder, die werden halt sicher in Survival Games nicht mit reingenommen oder sowas. Und das ist auch komplett verständlich, weil die Schilder sind OP. Und ich weiß halt nicht, geht es nicht, dass man so mit den Schwertern dann so herumswitcht? Dann lernen sie doch die ganze Zeit auf. Das wäre doch viel praktischer. Dann könnte man auch so Kombos verteilen, irgendwie so. Hier, so, warte, von 3, 4, zack, 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 zack. So wird es doch gehen, oder? Naja, ich würde jedenfalls sagen, wenn euch die Folge gefallen hat, lasst eine positive Bewertung. Da würde ich mich auf jeden Fall freuen. Und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao, euer Schmaluten.